war die Erklärung, wie es zu einer linearen Regressionsgerade kommt, über die Abstandsquadrate, über die Minimierung der Abstandsquadrate. Das ist ein Klassiker. In den Büchern steht man immer drinnen, fülle die Tabelle aus und da muss man das und das und das machen. Ja. Mir geht es wirklich wieder darum, eine Datei zur Verfügung zu haben, wo der Schüler rumexperimentieren kann. Wo glaubt er, dass die bestmögliche gerade Punkte beschreibt, also eine lineare Funktion, die diese Punkte beschreibt. Gut. Fangen wir an mit einem neuen Blatt, wo Grafik und Tabellenansicht wieder nebeneinander stehen. Algebra ist zurzeit nicht so wichtig. Und um das Prinzip klar zu machen, beschränke ich mich auf den ersten Quadranten, ist eigentlich egal. Kann im Nachhinein dann nur weiter im negativen Bereich bewegen, aber jetzt mache ich nur den ersten Quadranten. Und es ist auch wieder egal, wie viele Punkte ich beginne, aber um das Ganze nicht zu überfüllen, sitze mir einfach eine Datenwolke von vier verschiedenen Punkten A, B, C, D, die nicht auf einer Linie liegen, aber wo man vielleicht annehmen kann, dass eventueller linearer Zusammenhang dahinter steckt, das Regressionsgerade. Ziel ist es praktisch, eine Gerade zu finden, die diese Punkte bestmöglich beschreibt. Prinzip der Regressionsgerade. Ringlinie. Könnte ich jetzt ganz einfach Blackbox-mäßig GeoGebra stellen lassen, ist kein Problem, aber ich möchte ein Werkzeug haben, wo das auch visualisiert wird, wie das Ganze funktioniert. Erste Sache ist, ich brauche die Punkte irgendwie da mal in der Tabelle herüben, damit ich mit denen arbeiten kann. Mein Schätzer oder meine Gerade, die ich da einschätzen möchte, die mache ich jetzt von zwei anderen Punkten abhängig. Also ich zeichne da gerade rein. Nennt es das Werkzeug gerade durch zwei Punkte und versucht die bestmögliche Gerade für euch da reinzuzeichnen. Also bei mir sind das dann die Punkte E und F. Und die sollen die Punkte A und B und C und D bestmöglich beschreiben. Wo auch immer dann diese Punkte liegen. Das Konzept, wenn man das händisch beginnt, okay, da kommen wir mal relativ schnell drauf. Es geht darum, dass das bestmöglich einpasst vom Abstand und so weiter. Schauen wir uns einmal an, wo sind denn die Punkte und wie groß sind denn die Abstände. Also zeichnen wir uns mal den Punkt A, markieren wir uns den, beziehungsweise geben uns den in die Tabelle noch rein. Kann das dann für B und C genauso machen, mache es einmal nur für A. Und wie kriege ich jetzt da den Abstand zur Geraden hin? Ich brauche im Endeffekt einen Punkt, der da auf der Geraden genau direkt drüber liegt. Ja, jetzt ist halt die Grundfrage, nimmt man vertikale Abstände oder horizontale Abstände oder überhaupt den Normalabstand? Wir brauchen den Vertikalabstand. Also ich brauche einen Punkt, der genau über A1 liegt. Den muss ich mir jetzt konstruieren. Oder über A heute. Der muss den X-Wert von dem haben, oder? Und den Y-Wert, was für einen Y-Wert muss er haben? Von der Geraden vorgegeben. Also kann ich das, glaube ich, sofort so einschreiben, den X-Wert von A. Schafft man das? Beistrich. Und damit das Ganze interaktiv bleibt und dann relativ kopiert, schreibe ich da gleich A1 ein. Damit ich gleich auf das beziehe. Und jetzt wird es halt, weil ich alles in einer Zelle mache, ich mache wieder taktisch einen Fehler. Jetzt muss ich diesen x-Wert von A1 nehmen und in die Gerade A einsetzen. Das ist jetzt auch eine super Sache, was seit GeoGebra 4 funktioniert, dass ich die Gerade A als Funktion verwenden kann. Eigentlich ist es eine Gerade, aber ich kann mir den Namen A als Funktionsname hernehmen und kann da jetzt Folgendes reinschreiben. A von, genau. Also ich schreibe es da nochmal, ist gleich Punkt x von A1 und dann Beistrich A von, jetzt muss ich aufpassen, x von A1. Ja, das sind jetzt viele Klammern, aber die werden eh automatisch zugemacht.
Man sieht da schön, wenn man reinklickt, wie, welche Klammern zusammengehören. Und so wird dieser Schätzungspunkt, kann man irgendwie nennen, konstruiert. Hat das jeder? Der ist ja schon zeichnet. Der müsste B1 fassen, weil er in der Zelle B1 generiert worden ist. So, und genauso kann ich das für B und C und D dann machen. Das werden wir vielleicht gleich da reinschreiben. B brauche ich noch. Ich brauche nur D. A, C brauche ich. Wurscht. Und D. Und dann kann ich das schon wieder relativ nach unten kopieren. Somit werden automatisch Punkte erzeugt, die über den anderen drüber oder drunter liegen, genau auf der Geraden. Die Beschriftungen, die stören mich ein wenig, die werden wir dann noch ausblenden, aber jetzt lasse ich sie mal da. Dann, was hätte ich gerne noch? Die Abstände jetzt wirklich, also genau den Abstand als Zahlenwert. Mache ich wieder in der Tabellenkalkulation in der nächsten Spalte. Was ist das? Ja, es ist nichts anderes als die Strecke zwischen diesen beiden Punkten, zwischen dem wirklichen Punkt und dem auf der Geraden. Also schreibe ich hin, das ist gleich Strecke. Gib einfach nur Strecke ein. Strecke, wenn ich eingebe, hat den Vorteil, dass sofort eine Strecke gezeichnet wird. Ja. Also von A1 nach B1 und es hat einen weiteren Vorteil, Strecken sind immer positiv. Das heißt, ich brauche mich gar nicht um die Absolutbeträge beschäftigen oder mit auseinandersetzen, sondern ich kriege immer eine Strecke aus, die positiv orientiert, kann ich jetzt schlecht sagen, wo die einen positiven Wert hat. Wenn man jetzt natürlich diesen Effekt zeigen möchte, dass sie gewisse Abstände normalerweise aufheben und dass dann Null als Summenabstand rauskommt, dann kann man das natürlich auch anders anlösen. Aber so habe ich jetzt gleich die Strecken eingezeichnet und man sieht, egal wo ich die Punkte hingebe, ich tue es jetzt mal ganz weit weg, damit man wirklich sieht, es passt noch immer alles interaktiv zusammen, sind auch die Strecken eingezeichnet. Ja, wenn ich das jetzt so weit habe, dann kann ich vielleicht schon mit einem Schüler reden. Bestmöglich anpassen heißt, die Abstände sollten irgendwie in Summe möglichst klar werden. Ja, das stimmt zwar noch nicht ganz, weil es ja nur jetzt reine Strecken sind, aber das kann man ja sich schon mal anschauen. Und zwar die Abstände, die Summe dieser Abstände, ihr seht es da oben, das habe ich jetzt noch nie verwendet, zu dem komme ich ja dann morgen noch viel genauer. Da gibt es Werkzeuge. Es gibt natürlich alle Tabellenkalkulationsbefehle, die man so irgendwie kennt, also Standard-Tabellenkalkulationsbefehle mit ist gleich Summe und so, aber man kann es auch mit diesem Werkzeug auswählen. Das sind Summe und da komme ich morgen noch drauf, aber bitte schaut euch die Darstellung an, das finde ich so genial. Also einen Mittelwert so darzustellen, Summe durch N, das finde ich didaktisch hervorragend. Ja, und nicht nur mit X quer, sondern wirklich alles wird zusammengezählt und durch die Anzahl N durchdividiert. Genauso wie Zähle, dass das über wirklich Stricherlisten gemacht worden ist. Das sind Dinge, die gefallen mir ganz, ganz gut. Ich nehme jetzt da Summe und Summe hat den Vorteil, dass ich eigentlich nur mal markieren muss und sobald ich markiere, während ich markiere, wird die Summe schon berechnet. Und da kommt halt jetzt 8,38 raus und jetzt kann ein Schüler schon herausprobieren, bei mir 8,38, wie kann er seine Gerade, die durch E und F geht, so legen, dass diese Summe der Abstände möglichst gering wird. Hängt natürlich auch davon ab, wo die Punkte sind. Ja, das Konzept stimmt nicht ganz. Gauss hat das anders formuliert. Gauss hat gesagt, nicht nur die Abstände sind wichtig, die Vertikalabstände, sondern die Abstandsquadrate. Also ich hätte jetzt gern, dass da Abstandsquadrate sind. Ja, eigentlich ist das auch ein gutes Konzept. Das ist ein super Konzept, ja. Die Absolutbeträge der Gauss hat halt das genommen, weil es differenzierbar ist. Genau, das ist der Hauptgrund. Jetzt hätte ich da gerne Quadrate. Jetzt kann man wieder in die Geometrie gehen und kann konstruieren für jeden einzelnen Ding da ein Quadrat. Aber deswegen habe ich es jetzt in der Tabellenkalkulation gemacht, weil es ja so, so einfach dann mit einem Befehl lösbar ist, beziehungsweise mit dem relativen Kopieren. Und zwar, was brauche ich? Ich brauche ein Vieleck.
ein Quadrat ist ein Viereck mit vier Ecken und diesen Befehl gibt es. Haben wir vorher schon mal kurz gehört. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, entweder Liste von Punkten oder Punkte angeben, und das ist das Entscheidende, Punkt, Punkt und Anzahl der Ecken. Das liefert mir ein regelmäßiges Viereck mit Anzahl der Ecken, es wird natürlich bei uns jetzt 4 sein, also mit diesem Quadrat. Das ist ganz spannend, wenn man sich das überlegt, was ist, wenn ich das Konzept nicht über Quadrate spiele, sondern über Sechsecke. Kommt nämlich auch dann im Endeffekt das raus, weil es ja um die Abstands-, um die Flächenquadrate irgendwie geht, ja. Egal was für Faktor dann dazu. Wie, welche Punkte brauche ich? Ja, jetzt muss man sich überlegen, was ist der erste Punkt, was ist der zweite Punkt, damit das richtig einzeichnet. Ich gebe es jetzt einmal so an, ich gebe als ersten Punkt an den von der Geraden, das ist also B1. Warte, dort muss ich nicht, muss ich einschreiben, Entschuldigung, weil ich schon draußen war. B1, das ist der erste Eckpunkt, der da auf der Geraden liegt, und der A1 ist der statistische Punkt praktisch, wo die Daten visualisiert ist, Datenmenge visualisiert ist, und die Anzahl der Ecken macht 4 aus. Und jetzt passiert was ganz was Lustiges, so wie ich auf Enter drücke. Es wird ein Quadrat erzeugt, und wenn man jetzt in der Tabelle nur ein bisschen weiter rüber schaut, es werden nur weitere Objekte erzeugt, und das ist auch wieder ganz einfach erklärt. Das Quadrat besteht ja aus mehreren Objekten, nämlich aus 4 Seiten, das ist das, was da steht, mit 1,03, und 2 weiteren Eckpunkten, die werden auch automatisch mit erzeugt, sobald ich den Befehl verwende. Das, was da steht, ist das Viereck und das ist die Fläche dieses Quadrats. Und wenn ich das jetzt wieder nach unten kopiere, werden wir überall die Vielecke dazu erzeugt. Und ich bin schon fast am Ziel. Ich habe jetzt Abstandsquadrate, sind jetzt wahnsinnig viele Punkte drinnen. Und das ist mir doch ein wenig zu viel an Punkten. Deswegen lasse ich die Beschriftung ausblenden. Wie geht das? Die Punkte, die ich eigentlich nicht brauche, sind die Punkte, oder ich denke jetzt, die brauche ich nicht unbedingt, sind die an der Zelle B, in der Spalte B. Markiert es die einfach da drin. Die kannst du da rüber markieren unter Hilfsobjekte. Ich markiere es einfach da drinnen. Geh ganz geschwind ins Grafikfenster, in die Stylingbar, und so wie wir es schon gehabt haben, unter Name, Wert, verborgen, sage ich, okay, zeig diese Punkte gar nicht an. Die Beschriftung wird somit nicht angezeigt. Und ebenso mache ich das da hinten bei den anderen Punkten. Die Beschriftung wird gar nicht angezeigt, die brauche ich nicht. Kommt ihr eigentlich ausblenden. A, B und C sind eh noch als Punkte gegeben. Wenn ich die Punkte auch noch weg haben möchte, dann gibt es eine andere einfache Methode, dass ich in die Eigenschaften reingehe, egal welches Objekt ich mir gerade auswähle. Und da kann ich jetzt die einzelnen Punkte wieder anwählen. Auch wieder ein kleiner Technologietipp. Das kennt ihr aus anderen Programmen. Wenn ich alle angewählt habe, manche sollen ja angezeigt werden, zum Beispiel A, B, C, also alles, was blau ist. Dann kennt ihr das mit der Steuerungstaste vielleicht, dass ich die wieder abwähle oder umgekehrt mit der Steuerungstaste mehrere anwähle. Dann kann ich mehrere Sachen machen. Und ich sage jetzt, alles, was bei mir schwarz ist, das sind Punkte, die möchte ich eigentlich gar nicht mehr sehen. Und tue sie mit Objekt anzeigen weg. Das war jetzt eine Möglichkeit, um das ein bisschen aufgeräumt zu machen. Ja. Und es ist ja komplett wurscht, ob ich jetzt 4 Punkte hernehme oder 10 Punkte. Das kommt, im Prinzip ist ja das gleiche, brauchst du dann nur nach unten relativ kopieren, wenn ich die Punkte dann habe. Und jetzt noch einmal lasse ich die Summe bilden dieser Abstandsquadrate. Ich nenne es jetzt einmal. Ich hätte ganz einfach das quadrieren können, quasi auf das gleiche kommen, aber so ist auch noch schön visualisiert. Und jetzt lasse ich dem Schüler, wenn ich die Datei so
gebe, natürlich nur ein bisschen mit Schnörkeln und Verbesserungen kann ich das noch machen, lasse ich dem Schüler mal herumexperimentieren, schaffst du eine Gerade zu finden, wo die Summe der Abstandsquadrate möglichst klein ist. Das gefällt mir ganz gut da, ja. 5, jetzt kriege ich da irgendwie hin. Und ich bin der Meinung ganz einfach, dass er dadurch ein bisschen mehr Hintergrundinformation kriegt, was macht dieses geniale Prinzip der Abstandsquadrate, als wenn er nur diese Tabelle ausfüllt und dann zum Schluss sagt, okay, setze das irgendwie in eine Formel ein und dann habe ich meinen Koeffizienten k und meinen Koeffizienten d oder meine zwei Parameter k und d. Genau, so kann man es immer machen. Jetzt zur Kontrolle, wenn ich jetzt glaube, oder wenn der Schüler glaubt, okay, das ist jetzt die meine perfekte Gerade, sage ich nur bei der linearen Regression, das hat sogar noch in die Werkzeuge geschafft. So, wenn ihr jetzt nur mehr die Punkte A, B und C und D da markiert habt, ist es sehr leicht, sonst tue ich da nochmal A, B, C und D markieren. Und da gibt es ein Werkzeug, das heißt Regressionsgerade. Das ist das Einzige, was von den Trennlinien bisher in diese Werkzeugleiste, in die Standardwerkzeugleiste geschafft hat. Und da kann man diese Objekte A, B, C, D auch einfach so auswählen. Jetzt gesehen, wie ich das gemacht habe, jetzt mache ich es nur mal. Also Werkzeug, Regressionsgerade. Und dann ziehe ich einfach ein Auswahlfenster über diese vier Punkte, die ich habe. A, B, C, D. Okay? Und sobald ich auslasse, habe ich wirklich die Regressionsgerade und man sieht jetzt, endlich ist es mir mal gelungen, die Regressionsgerade schaut ganz anders aus, als wie das, was ich geglaubt habe. Oder was der Schüler geglaubt hat mit Minimum 5,46. Jetzt kann er nur eins machen, okay, ich lege meine Punkte wirklich über diese vom Computer bestimmte Regressionsgerade und tatsächlich komme ich nur auf einen geringen Wert 4,37. Und das ist eben der geringste Wert. Und somit ist das Prinzip der Minimierung der Fehlerquadrate. Wie ist das Ganze entdeckt? Die Regressionsgrade bestimmen. Und die habe ich? Ja, und jetzt habe ich einfach die Punkte dann drüber geklickt. Aha. Ja, jetzt kann man das Ganze, eigentlich ist die Tabellenkalkulation nur dazu da, dass ich das visualisiere. Wichtig ist, wenn ich die schließe, wird es nicht gelöscht. Also ich kann das jetzt einfach mit einem Kreuzzahl zumachen. Die Berechnung läuft im Hintergrund weiter. Das Entscheidende passiert ja hier. Ja, die Anpassung. Und man kann es jetzt noch wunderschön mit Checkboxes, das möchte ich jetzt nochmal machen, ein bisschen verschönern. Und dann habt ihr eine Datei, mit der man wunderschön arbeiten kann. Das haben wir heute schon mal gehabt, aber ich werde es jetzt nochmal durchführen. Zeit ist noch genug da. Da möchte man das auch nochmal wiederholen. Also, ich hätte gerne, dass am Anfang der Schüler mal nur sieht die Abstände. Ja? Also dass er nur mal die Abstände sieht und dass er mit einer Zahl wird einem klar, was macht die Summe der Abstände aus. Und dann, wenn er sich die Abstandsquadrate einblenden lässt, dann hätte ich gern, dass er die Summe der Abstandsquadrate sieht und erst ganz zum Schluss über eine Checkbox noch die Trendlinie, wie sie wirklich dann ausschaut. Also das jetzt wieder nur, sagen wir so, ein Herrichten fürs Unterrichten, wie richte ich mit der Datei dann her, so dass ich dann wirklich auch systematisch vorgehen kann. Erste Sache, ich hätte da gern stehen, lineare Abstände oder so, oder wie sagt man denn da, also lineare Abstände, was denen so schlecht war. Also mache ich mal einen Text, da schreibe ich jetzt einfach rein, lineare Abstände, oder nur Abstände, lineare Abstände gibt es nicht. Abstände und vielleicht schreibe ich es zur Sicherheit nur dazu, das ist die Summe der Abstände. Jetzt passt am besten. Und dort soll der Wert angegeben werden, was ist meine Summe? Meine Summe der Abstände steht in der Zelle C5. Also schreibe ich da jetzt nicht C5 rein, sondern suche mir das Objekt aus der Liste aus. Da gibt es jetzt ganz viele Objekte, wie Sie seht. Sehr klar. Viel konstruiert. C5.
nachdem ich nicht unbedingt Latig brauche, lasse ich das so stehen. Summe der Abstände ist 7,5. Und dann habe ich da das Stehen, das ist interaktiv mitändert, je nachdem, wo der Schüler seine Gerade dann hinsetzt. Ich konstruiere jetzt mal alles und dann mache ich alles von Checkboxes abhängig. Dann hätte ich gern die Summe der Abstandsquadrate. Die Summe der Abstandsquadrate steht in der Zelle D5. Darunter zeige ich wieder einen Text. Wo ich die Summe der Abstandsquadrate mir anzeigen lasse. Und jetzt entscheide ich dann noch mit Checkboxes, was soll der Schüler sehen, wenn die Datei geöffnet wird. Und dann kann er klicken, nächster Schritt, nächster Schritt, nächster Schritt. Für das verwende ich hauptsächlich Checkboxes, ja, um gewisse Schritte abzugrenzen. Man könnte es anders auch machen, aber das ist am einfachsten, sage ich mal. Und zwar, das, was der Schüler oder das, was ich von der ersten Checkbox abhängig mache, das kann ich jetzt so machen, dass ich zuerst auf Werkzeug Kontrollkästchen erzeugen gehe und dann alles auswähle. Oder was ein bisschen effektiver ist, ich markiere alles, was davon abhängig sein soll. Also was sind die Abstände? Die Abstände sind da herinnen, oder? Das markiere. Das sollte davon abhängig sein. Und jetzt gehe ich erst auf das Werkzeug. Geht das da überhaupt? Das kriege ich gar nicht hin. Ah, da muss ich es eh anders machen. So konnte ich es markieren, das ging da noch. Ja, dann bin ich wieder draußen, okay. Ah, dann machen wir es herkömmlich. Dann sage ich, okay, das, was davon abhängig ist, werden wir im Nachhinein eingeben. Kontrollkästchen. Vielleicht nenne ich das jetzt so Schritt 1. Ist ja egal. Und jetzt suche ich mir aus der Konstruktion die Objekte raus, die bei Schritt 1 angezeigt werden sollen. Das sind die Punkte. Moment, da bin ich jetzt C1, oder? Ah, die Strecken. Strecke C1. Bis C4, ja, das ist jetzt nicht gerade schön, wie ich das gemacht habe, aber da kann ich jetzt mehrere Objekte von dieser Checkbox abhängig machen. Das kann man im Nachhinein dann auch noch ändern. Und was ich auch noch gerne hätte, ist, dass der Text von dieser Checkbox abhängig ist. Also suche ich mal diesen ersten Text, den ich generiert habe. Der heißt logischerweise Text 1. Der soll von meiner Checkbox, von meinem Kontrollkästchen Schritt 1 abhängig sein. Passt das? Und ebenso erstelle ich mir eine Checkbox drunter mit Schritt 2 vielleicht, wo jetzt die Abstandsquadrate, und da wird es jetzt sehr, sehr mühsam. Wisst ihr was, das zeige ich euch gleich anders. Sonst wird das zu mühsam. Macht eine Checkbox und macht nur davon Text 2 abhängig. Okay? Mit Schritt 2. Sonst ist es so mühsam. Und klickt dann gleich auf Übernehmen. Jetzt mache ich im Nachhinein alles von diesem Schritt 2 abhängig. Das geht genauso, also ich kann im Nachhinein noch umdefinieren. Ist vielleicht eh nicht so schlecht, wenn man das auch sieht. Was soll jetzt noch von diesem
wertabhängig sein, geht es mit einem Rechtsklick auf irgendein Objekt in die Eigenschaften rein und ihr seht, dieser Wahrheitswert oder diese Checkbox ist ein Wahrheitswert. Der kann eben nur True oder False annehmen. Und dieser Wahrheitswert hat einen Namen. Eine Beschriftung, das war das, was wir angegeben haben, Schritt 2. Und der Wahrheitswert hat aber den Namen D. Und jetzt suche ich mal, welche Objekte sollen jetzt alle abhängig sein von diesem Wahrheitswert. Das sind einmal Vierecke, die markieren wir alle. Und deswegen sind es so viel, alle, bei mir sind so rötlich gefärbten Strecken, weil das gehört auch zum Viereck dazu. Das kann ich jetzt einfach durchklicken mit der Steuerungstaste oder ihr kennt das auch mit Shift und Markierungen, dann geht das auch. Ich habe jetzt mal alle ausgewählt und entscheidend ist jetzt folgender Reiter, dieses erweitert. Das ist entscheidend. Da gibt es nämlich ein Eingabefeld, wo steht Bedingungen oder Bedingungen, um Objekt anzuzeigen. Und nachdem wir einen Wahrheitswert haben, D, kann ich diesen Wahrheitswert so einfach hinschreiben. Und je nachdem, was D ist, wird das angezeigt, True. Wenn D false ist, wird nicht angezeigt. Da kann man sämtliche logische Operationen einbauen, die man kennt. Also ich habe vorher mitgekriegt, dass da auch ja und, oder und so weiter gibt. Nicht, sagt ihr diese Sachen, größer. Was ist, es wird angezeigt, wenn irgendwas größer ist als 0. Und so weiter und so fort. Also da kann man bauen noch und nöcher. Da muss man halt ein bisschen dann sich überlegen, was möchte man genau haben. Ganz Beispiel, Skispringer, weil wir gerade vorher waren, sollte, wenn ein Punkt jetzt im Endeffekt oder eine Grafik sollte angezeigt werden, wann der Skispringer die Abfahrt runterfährt. Sobald er aber den Punkt 0,0 erreicht haben, soll er ausgeblendet werden und dann sollte ein anderer eingeblendet werden, der springt. Könnt ihr euch vorstellen, was ich meine damit? Also so Bedingungen kann ich da einbauen, mit Bedingungen Objekt anzuzeigen, dass ich ein paar kleine Tricks dann einbringe. Also D war mein Wert, mit Enter bestätige ich das nochmal geschwind, damit ja sich übernommen worden ist. Also man muss gar nicht einschreiben, D ist gleich True. Nein, sondern D, nur D. D nimmt den Wert an True oder False. True ist dann wird's angezeigt und False ist dann nicht. Genau. Und mit Enter bestätigt bitte schön, das ist wichtig da, damit es wirklich übernimmt. Und sobald ich jetzt auf Schließen gehe, jetzt kommt der große Moment, müsste eigentlich Schritt 1 die Abstände ein- und ausblenden und Schritt 2 die Quadrate. Ich habe gemerkt, eins habe ich nicht mitgenommen. Ja, die, nicht Grundeinstellung, sondern erweitert. Das. Aber vorher hast du ja auch noch die Sachen, die ich habe so, vorher nur die Sachen markiert. Also ich markiere jetzt einfach diese Punkte und sage, die ist davon abhängig, oder von dem mache ich es abhängig. Nein, das war's schon, mehr habe ich nicht gemacht. Und bei die Strecken sollen auch davon abhängig sein, ja. Und dann habe ich wirklich sauber die Möglichkeit, den Schülern zu zeigen, wie schaut es aus mit Summe der Abstände und Summe der Abstandsquadrate und das allerletzte und dann lasse ich euch schon zufrieden mit dem Beispiel jetzt, dass auch noch die Trennlinie mit Hilfe so einer Checkbox. Ja. Ja, die kannst du überhaupt eigentlich ausblenden in den Grundeinstellungen. Du gehst auf Grundeinstellungen und dann kann er. Und jetzt habe ich das nur mal gemacht, diese Checkbox mit der Trennlinie, das heißt im letzten Schritt kann ich dann die Trennlinie auch noch hinzufügen. Und dann habe ich eigentlich eine nette Datei, mit der man dieses Konzept der Abstandsquadrate didaktisch angehen kann, ja.